Hallöchen, meine Lieben, und einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 15.23. Heißt, wenn ihr das Video schon seht, bin ich dabei, ein neues Format, ein neues Overlay für den lieben, netten, für die Spedition zu errichten während des Livestreams. Allerdings suche ich noch ein schönes Plugin. Und ja, wir gehen heute in Richtung Dönenberg. Ich habe allerdings jetzt gerade heute nur Zeit für eine ADR-Frachtfahrt. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie sich das bis da hinten oder wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Ich habe ja heute auch heute Morgen schon reingeschrieben, dass ich den Stream für heute ja abgesagt habe. Ja, es ging mir heute nicht wirklich gut und ich schaff's auch nicht wirklich dann, die Videos zu schneiden vom LS, was wir aufgenommen haben. Zumal ich ja noch ein bisschen anderes Programm hatte. Eigentlich geplant hatte für heute. Und ja. Ist jetzt halt ein bisschen zu kurz geraten. Ne? Also da muss ich auch sagen, habe ich mich selbst ein bisschen überschätzt. Ich finde die Überarbeitung richtig geil. So, das war dann einmal an Tanken. Und 1275 Euro. So, dann hat der schon mal wieder was drin. Ja. Naja, weil ich möchte mich da ein bisschen, was die Overlay, was das Overlay betrifft, ein bisschen weiterentwickeln. Ich habe da was gefunden, ein schönes Plugin. Und ich bin aber mir nicht sicher, ob das da funktioniert. Also ob das mit dem mit der aktuellen Version auch wirklich dann auch wirklich gut funktionieren würde, ne? Das ist halt so das andere an der andere Problem an der Sache. So, ja genau, aktuell bin ich nicht auf dem Server unterwegs, also bei Goldie Transport, ne? Ihr kennt's ja. Aber ich werde ihn, da wird sich halt auch noch was ändern. So, der ist drauf. Dann einmal auch mit den Hobel. So. Machen wir nochmal schnell ein schönes Foto. So, dann holen wir nämlich bei der BASF nämlich jetzt mal die. Was dürfte es gewesen sein? Bohrsäure, ne? Schwefelsäure, 25 Tonnen, die nach Nürnberg müssen. Ho, ho, ho. Das wird wieder was heißen. Oh, schön. Das ist doch gut. Passt. Hoffen wir, dass auch alles klappt. So. Jawohl. Dann können wir das gerade noch mit meinem Trailer da transportieren, dann passt das. Dann passt das wunderbar.
Ich muss aber sagen, selbst die, wenn sie schon an den Chemikalien, besser gesagt an den neuen Orten, neuen Firmen arbeiten, könnt ihr auch eigentlich hier die NCC, wie es, oder NDC halt ein bisschen bearbeiten, ne? Auch mal neue. Naja, neue Garagen zumindest, weil das ist schon, naja, komm. Seit 2013 ist das schon da, oder? Könnte man ja fast schon meinen, ne? So. Schön einparken. Weil. So, wir haben aufgeschrieben. Kilometeranfahrt war ja 1. Genau. Einmal Enter. Uff. 25 Tonnen. Ah, da wird der richtig schön zu arbeiten haben. So, schauen wir uns mal kurz die Tour an. Und sie führt uns wieder da, wo wir schon mal waren. Auch guck mal. Da haben sie auch schon wieder ein bisschen was überarbeitet. Ich frage mich gerade, ob man statt hier rum vielleicht da oben fahren sollten. Machen wir mal. Bisschen mehr. Aber es dürfte doch reichen. Okay, ein bisschen oben rum. Das passt ja. So, dann an den Hobel. Dann können wir nämlich schon eigentlich, ganz eigentlich. Ans Eingemachte gehen. Denn er habt ihr vielleicht den gestern am Mittwoch, den 4.10., den Livestream ja mitbekommen, dass ich eine ACC-Lackierung bekommen habe. Von dem lieben Ghosty. Danke schon mal dafür. Und deswegen will ich auch den Tag heute nutzen und noch ein schönes Promo-Video machen. Promo-Video in dem Fall, weil es ja nächste Woche quasi losgeht mit der neuen League der LFM. Deswegen werde ich auch nur heute Abend nur. Also fahre ich fast jeden Abend nur für die Community-Server für am Samstag das Rennen beim Hubmann. Und ja, dafür ist leider ein anderes Projekt abgesagt, als es schon jemand anderes gefunden haben. Kann ich auch verstehen. Allerdings Samstage, das ist immer ein bisschen schwer. Zeitung austragen, abends noch die Zeit zu finden, wenn man noch was anderes da hat. Da noch das Community-Rennen hat. Ja. Hat zwar ein LS-Projekt. Hat zwar ein LS-Projekt damit zu tun, aber ja. Das ist ja schon damit. Soweit ja eigentlich schon in Ordnung. So. Aber da habe ich wieder ein bisschen Luft. Deswegen ging es mir heute ein bisschen schlecht. Gerade wegen der Nachricht. Ich hätte halt gerne mitgemacht, weil das sind echt sympathische Leute. Und ja. So. Naja. Aber wie gesagt, warum ich dieses Promo-Video eigentlich mache, hat eigentlich einen besonderen Grund. Ja, weil mir gefällt das ACC. Also Corsa Competizione mit der LFM dazu. Das macht mir Spaß. So dass ich auch verstärkt das mit ins Programm reinnehmen will. Ich habe nie wirklich gedacht, dass Sim Racing in so einer Art mich nochmal beflügeln würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja doch. Das würde ich doch da zunehmen. Junge, Junge, Junge. Bist aber ganz schön am Malochen, ey. Muss ja gerade sehen, dass die Lautstärkeverdämmung schon ein bisschen laut ist. Junge, Junge, Junge. Und ja. Wie gesagt,
Das Promo-Video wird auch am Montag erstmal wird am Montag erscheinen. Und das ist auch nochmal eine neue Herausforderung für mich. Deswegen wird auch, wie gesagt, ist halt auch ein bisschen die Arbeit am OBS. Wenn ihr es ja schon vielleicht mitbekommen habt, ist auch das, dass die Videos wieder auf 2K hoch sind. Und dementsprechend, ja, wird das auch erstmal so bleiben. Also ihr könnt auf jeden Fall über Handy, Smartphones das Ganze anders einstellen. Ja, das habe ich mal probiert, es funktioniert. Also da sind wir schon mal on stop. Was jetzt der ETS 2 Woche betrifft, das wird auch für den 23. kommen. Das heißt, da wird für mich schon eine Woche, die eine Woche LFM ausfallen. Entschuldigung. Das ist, wenn man halt ein bisschen Kaffee noch getrunken hat davor, vor der Aufnahme. Ich nehme mich gerade erstmal kurz vor der Mittagspause. Und deswegen, ja, ist das ein wenig aufstoßend. So, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ja. Das ist halt so die Wichtigkeit. Ich hoffe, dass das Video halt viele anguckt, weil es sind halt viele Informationen versteckt. Und ja, deswegen hoffe ich ja, dass das mal ein bisschen. Das ist, was jetzt. Wie gesagt, um die zwei Aufnahmen haben wir ja genug. Das ist ja nicht das Problem. Aber ja. Ich denke mal, so eine kleine ADR-Tour ist ja auch wieder was Neues. Ist auch was Schönes. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, ganz ehrlich, mir fehlt es. OMSI 2 und ETS 2 zu fahren, das ist schon. Ja. Ist schon was Tolles. Zumal auch jetzt den Mercedes-Skin teilweise fertig ist, ne? Ach. Und dann können wir auch da schon mal ein bisschen Gas geben. Also quasi am 23.10. oder Sonntagnacht fangen wir dann quasi an. Und ja, in dem Fall. Ja, wie man sieht, mache ich schon wieder meine Pedale. Das Problem. Ich drücke die Bremse nicht an, aber das Teil meint halt wirklich mal zu meinen, alles sich bewegen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es was daran liegt, aber naja. So. Also wir werden dann wieder mit dem Community-Trailer unterwegs sein. Weil ich das, also vielleicht schaffe ich es noch bis dahin, dass wir den Kühler geskinnt bekommen. Und ja. Also der wird so ähnlich aussehen wie der andere Trailer. Und ja, die neuen Subs kommen natürlich dann auch schon. Sind dann aber auch da drauf, ne? Ansonsten draußen schönes Wetter, angenehme Temperaturen. Gestern kam ja auch schon die neue Folge von Ahsoka Tano raus. Ich glaube, es waren jetzt nur 8 Folgen, die sie erscheinen lassen haben. Oder rausgebracht haben. Damit wäre halt auch da schon die erste Staffel zu Ende. Fand ich jetzt am Ende ein bisschen, naja, weiß nicht. Sabine hat jetzt die Macht bekommen.
Also die, wo jetzt spoilern, dann soll da lieber abschalten oder spult halt ein bisschen vor. Ja, also ist schon. Es ist schon faszinierend, wenn ein neuer Jedi oder jemand Neues dann die Macht bekommt. Sag mal, wie. Da fährt er wieder voll auf einen drauf, ey. Aber es passt. Ach, Junge, Junge, Junge. Ich freue mich auch, wenn der Patch dann fertig ist, wenn er rauskommt. Da bin ich auch mal gespannt, wann die an den Arbeiten für die neue Aufträge für World of Drugs beginnen. Weil wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es am 23. die Woche ist. Ja, ich fahre gerne World of Drugs Aufträge, da hast du auch wenigstens die Zeit, wenn du halt mal länger am Stream bist und deswegen ist das halt eben mal so. So. Aber im Frachtbörse kriegst du halt gewisse Aufträge. Die du halt brauchst, hoppala. Ja, Fazit eigentlich zu den M1 kann ich eigentlich nur sagen. Top, top, top. Also wie gesagt, der hat jetzt 15.000. Ja, über 15.000 Kilometer drauf. Die Soundkulisse, also ich benutze auch noch ein anderes Soundtool, dass das Ganze noch ein bisschen sehr realistischer wird. Und ja, findet ihr auch alles unter der Videobeschreibung, welche Mods ich da benutze. Und ja, macht das halt umso mehr Spaß. So, da vorne ist schon Nürnberg, da vorne hat es aber schon gescheppert. Ah, das ist bestimmt die Umleitung, die ich jetzt nicht fahren darf, ne? Leitung oder Unfall? Oh, Ladung verloren. Das ist gut. Also, nett, dass die Ladung verloren hat, das ist aber. Ich hab halt keine. So, heißt es mit. Müssen wir hier raus oder müssen wir nicht hier raus? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, IC auch noch schön dabei. Ja, ich bin schon ganz heiß auf Westbalkan. Ich bin so richtig heiß auf Westbalkan. Aber wie gesagt, es kann dann sein, dass wir dann im November auch dann ziemlich viel ETS fahren und dann weniger Omsi. Also so ist halt mal der Plan, der Plan. Ob das jetzt halt so wirklich wird, weiß ich jetzt nicht wirklich. Also. Sie haben es überarbeitet. Ah, wo sind die ganzen Bäume hin? Was? Du kannst da gar nicht mehr runterfahren. Doch. Wow. Okay. Bin gerade ein bisschen perplex, aber okay. Na gut. Krass. Die haben da wirklich was geändert. Super. Naja. Ja, da haben wir es schon. Wunderbar. Da haben wir wieder ein bisschen was eingefahren für die Spedition. Also, der liebe Fanta ist nämlich hier nämlich gut auf dem Weg. Und in der Spedition immer die Spitze zu erreichen. Und das Schöne ist, ich habe auch meine Stromabrechnung bekommen. 49, also 50 Euro waren sie ein Abschlag, was vorher war. Jetzt haben sie mich auf 10 Euro hochgesetzt mit zwei Computern. Naja, okay. Mag ja okay sein. Mag ja okay sein.
War der nicht mal gelb gewesen, der Transporter? Der abschleppt ihn zum ADAC. Okay. Da gibt's wohl einiges Neues. Es hätte gleich geknallt, der Vordermann da vorne. Und da hier. Aber ansonsten. Die Seite von Nürnberg haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Oh, geil. Ach, da. Ich weiß, es ist eine Buswendeschleife, aber da kannst du dich noch wunderbar hinstellen, wenn du zu viel gefahren hast. Also, wäre schon eine Pausestelle nicht schlecht. Naja. Krass. Gefällt mir. Fast so ähnlich wie ein schöner Städtetrip. Aber fast. So. Wie gesagt, ich fahre gerne im Hellen. Aber so Nächte wie das andere Mal, das ist halt schon, ja. Etwas kurioser. Aber es passt schon, ne? Oh. Da waren wir zu lange auf der Bremse gestanden. Interessant. Smart Key. Naja. Ach, hier waren wir schon mal. Bescheid. Ich habe schon gedacht, da wo der Autoparkplatz ist, kannst du dich hinten reinsetzen und hinten reinstellen und parkst alle mitten in der Mitte zu. Auch wenn ich gerade ein bisschen so rumgucke, aber es ist sehr interessant. Ist so. Oh, da wollen sie rein. So. Oh, geil. Leute, was habt ihr denn hier gemacht, ey? Wahnsinn. Und da steht sogar noch einer. Alter MP3. Dann fahren wir dahin rein. Ups.
Oje, 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 oje. Da hat er sich heute was vorgenommen, der Gute. Ah, ich weiß nicht, Nürnberg kriegt in letzter Zeit von uns sehr viel geliefert von der BASF ab, ne? Also. So. Wunderbar, dann haben wir es gepackt. So Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und auch die Informationen, die da versteckt sind, was in den kommenden Wochen passiert. Und ja, habt einen schönen Donnerstag. Ciao, ciao.